Ich würde gerne heute mal von Frankfurt nach München fliegen wollen. Das ist eine kurze Strecke. Das sind ungefähr 21 Flugminuten. Ja, die wird bestimmt Release bei Gamescom. Darum gehe ich auch aus. Mal schauen. So, ich würde gerne von Frankfurt aus. Von Gate B27. Losfliegen. Was funktioniert jetzt schon so? Das kriegt er jetzt doch schon nicht mehr mit. So, und in München würde ich ganz gerne so anfliegen. Obwohl. Versuchen wir mal eine andere Landebahn. Nein, bestimmt nicht. Also doch die Achter. Nein. Nehmen wir dann doch die. Okay. Gut. Werde ich hier nochmal ganz kurz. Kennzeichen MZ 1979. Rufzeichen Flugnummer 1979. Für die 89er. Weiß ich noch nicht genau. Wolltest du die dann haben oder wie? So, dann gucken wir mal, was er macht. Ob er was macht oder ob er gleich wieder abstürzt, weil es ruckelt jetzt schon. Und ich kann es mir nicht erklären, weil eigentlich ist die Karte. Ich weiß nicht. Oder ich habe irgendwo ein anderes Problem. Wir schauen mal. Vielleicht hält das ja aber durch, ausnahmsweise. Also wenn du die Karte anschließend dann wirklich haben willst, dann quatschen wir nochmal. Weil so schlecht ist sie eigentlich auch nicht. Ja, kenne ich irgendwo her, Dennis. Ich habe meinen alten Rechner ja auch wieder zusammengebaut hier in einem anderen Gehäuse, den ich vorher hier hatte. Das Thema kenne ich. So, okay, mach mal schon ein Bild, das ist schon mal gut. So, herzlich willkommen im Airbus. Gucken wir mal, ob er das hier alles hinkriegt. Oder ob er gleich. Wie gesagt, nee, mache ich nicht. Gut, fangen wir mal an, wir haben mit der Checkliste. Und zwar brauchen wir erstmal Strom. So, wenn wir schon mal Strom sind, können wir auch schon mal die Freigabe machen. Frankfurt Clearance Delivery MZ1979 IFR to Munich ready to copy. MZ1979 is cleared to Munich Airport as filed. Takeoff runway 25 center climb and maintain 9000 feet. Departure frequency is 127.6. Okay, wir sollen dann anschließend auf 9000 Fuß steigen, okay. Gut. Okay, Fehler angezeigt, ist richtig. Entlüftung Triebwerk. Zack, zack. Ja, die waren schon an, sehr schön. Hauptschalter Triebwerk. Ja, ich bestehe es ja schon. So. MZ1979 cleared to Munich Airport as filed.
Takeoff runway 25 center climb and maintain 9000 feet. Departure on 127.6 squawk 3711. So. MD-19er-79er meter Hulung is correct. Rufin SIE dive boating control auf 121.9er-55 when SIE berät Zoom Rollinson. Jawohl, ja. Machen wir gleich. So, externe Truppenversorgung aus, sagt er. Zack. Treibstoffpumpen an, geh doch mal mit dem Bilder weg. Danke. Einmal die Pumpen anschalten, die 6 Stück. Und ganz wichtig, die Signalleuchte. Okay. Gut, dann rufen wir jetzt mal die Bodendienste. Weil, bevor wir jetzt anfangen, brauchen wir natürlich erstmal eine Treibstoffversorgung. Frankfurt Ground MZ-19er-79er, could you please send a fuel truck? MZ-19er-79er, a fuel truck is on the road. Dankeschön. Dann brauchen wir natürlich noch einmal, das Gepäck muss natürlich noch rein. Frankfurt Ground MZ-19er-79er, could you please send the baggage? MZ-19er-79er, baggage is on the way. Müsste ich mal gucken, Dennis, bestimmt. So, Verpflegung brauchen wir natürlich auch auf den kleinen und kurzen Flug. Frankfurt Ground MZ-19er-79er, gönnt sich ja sonst nichts. Could you please send the catering truck? MZ-19er-79er, the catering truck is on the road. Und natürlich müssen die Leute natürlich auch noch reinkommen. Frankfurt Ground MZ-19er-79er, could you please connect the jetway to the aircraft? MZ-19er-79er, the jetway is going to be connected. So. Los geht's. Das macht man natürlich alles vor dem Triebwerkstart, weil sonst kriegen die Leute da A, taube Ohren und B, ist es auch ein bisschen warm, gerade für den Catering-Truck. Und das Gepäck wird, glaube ich, vorne in die Turbine eingezogen. Ja, das ist auch schon mal unser Tankauto. Sehr schön. Heute mal pünktlich. Bin ja begeistert. Ich durfte schon mal eine halbe Stunde drauf warten. So, zeig mir. Ich möchte tanken. Dafür gibt's auch Mickey-Mäuse, ja, das stimmt schon. Aber die Fluggäste stellen sich gar nicht an, das ist das Bodenpersonal. Das möchte ich eigentlich ungern verärgern. Weil die sorgen für Sprit, die sorgen für Lebensmittel und so weiter. So, der ist schon fertig. Frankfurt Ground, und der ist auch fertig. So, tanken. Auch wir nehmen noch ein bisschen was mit. Vielleicht kriegen wir auch noch woanders hin. Jo, obwohl mittlerer Tank. Reicht. Okay. Das heißt, wir haben ein Startgewicht von 144.025 lb. Gut. So, Gepäckservice ist auch fertig. Frankfurt Ground MZ-19er-79er, I am done with the baggage service. Ja, unbedingt. Bei einem 20-minütigen Flug. So, okay. Die haben wir alle. Dann trennen wir mal die Jetway-Verbindung. MZ-19er-79er, could you please disconnect the jetway from the aircraft? Okay. Gut, und wir gehen mal wieder ins Cockpit. Wir machen mal weiter. So, Schubhebel ist Leerlauf. Jawohl. Dann müssen wir den einmal dahin stellen. An. Dann schauen wir mal, ob sie kommen. Ja, doch, ich komme da noch erst hoch, Dennis. Doch. Es sind ja doch schon mal 20 Minuten, ne? Wir fliegen eh unterer Luftraum. Nicht hoher Luftraum. Hoher Luftraum ist eh für Langflüge.
So, dann komm. Na, wollt ihr nicht? Schubhebel ist auf leer. Den habe ich umgeschaltet auf IGN Start. Triebwerke sind an. Reitstoffpumpe habe ich angemacht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Der Standfunktion habe ich auch aus. Reitstoffpumpen sind an. Die habe ich glaube ich nicht, ne? Irgendwas vergessen? Eigentlich nicht. Na gut. Okay, sind stabilisiert. Ja, ich muss irgendwas vergessen haben, einzuschalten, glaube ich. Weiß auch nicht was. So, Hilfstriebwerk in Lüften auf aus. Den auf aus und der wieder auf normal. Okay, so Frankfurt Ground in MC 1-Niner 7-Niner with Whiskey ready to taxi IFR. MZ 1-Niner 7-Niner rolling UND halt in Bay Runway 25 Center using taxiway November November 5 Lima Lima 1. Ruffin SI Eden Control Termouth 119er Decimal Niner 05 Wenberit. So, wir sollten auf 9000 steigen. Und das Ganze würde ich ganz gerne eine Fluggeschwindigkeit von 230 Knoten haben wollen. Taxiing hold short runway 25 center via taxiway November November 5 Lima Lima 1 MC 1-Niner 7-Niner. Ja, jetzt habe ich die Erlaubnis, ich weiß. Bin gleich soweit. Genau, sonst fahre ich gleich in Check-in rein. So. Zack, bestätigt. Okay, kurz Nachkontrolle. Ja, sieht erstmal alles soweit schick aus. So. Damen und Herren, Ihr Kapitän, mein Name ist Sebastian Lenz und zusammen mit der gesamten Besatzung möchte ich Sie gerne herzlich willkommen heißen auf unser Lufthansa Airbus A320 nach München. Wie führen Sie zu? Es geht richtig los. Wir kommen auch wirklich in München an. Machen Sie sich bitte bequem bei uns an Bord. Weiterführende Informationen für den Zug erhalten Sie später noch in der Luft und zwar von meinem Kollegen und ersten Offizier, dem Herrn Ioannidis. Ich hoffe sehr, dass Sie sich schon jetzt wohlfühlen mit uns und ich bedanke mich fürs Zuhören. Good evening, ladies and gentlemen. Your captain speaking. My name is Sebastian Lenz. Happy welcome together with the entire crew for the Lufthansa Airbus A320 on the way to Munich. The doors are closed. We are ready to leave and we'll bring you on time to Munich. So please relax, make yourself comfortable aboard. Some further details concerning this flight will be given later by my colleague and first officer, Mr. Ioannidis, during cruise. I do sincerely hope that you do already feel well with us and I would like to thank you for your attention. Ich habe es dann sowas mit Fleisch. Danke. Ja, meine Damen und Herren, auch im Namen Ihrer Kabinenbesatzung möchten wir Sie heute Abend
auf unserem Lufthansa-Starline-Flug nach München begrüßen. Bitte vergewissern Sie sich nochmals, dass Ihr Handgepäck sicher verstaut ist und schneiden Sie sich bitte auch an und ziehen Sie Ihren Sitz gut fest. Unsere Flugzeit heute Abend wird 35 Minuten betragen. Und zusammen mit meinen Kolleginnen hier in der Kabine wünsche ich Ihnen einen angenehmen Flug mit uns. Ladies and gentlemen, also on behalf of your cabin crew, we would like to welcome you tonight on our Lufthansa and Starline flights towards Munich. Please make sure again that your hand luggage is safely stowed away and please also fasten your seatbelt now, making sure that it's all tight. Our flight time tonight will be 25 minutes, and together with my colleagues, I wish you a pleasant sail with us today and an enjoyable flight. So, da war mal. Und Dennis, nein, du darfst nicht nochmal aussteigen. Dann haben wir jetzt noch einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben noch ein paar Hinweise zu Ihrer und auch zu unserer Sicherheit. Ladies and gentlemen, may we request your attention for a couple of minutes. We would like to acquaint you with the safety features on board. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihren Sitz kurz schließen und wieder öffnen können. We now show you how to fasten and unfasten the seatbelt. Ganz wichtig, die Anweisung. In Ihrer Sitztasche befindet sich eine Informationskarte mit Ihren Sicherheitsbeweisen. Bitte prägen Sie sich ganz besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet und leuchte Streifen am Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. You will find an information card explaining the safety instructions in the pocket of the seat in front of you. Please take particular note of the location of the emergency exits, which are clearly marked with word Exit. Illuminated strips on the floor will guide you to these exits. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie auch nochmals darauf hinweisen, dass unser Lufthansa-Flug wie alle Lufthansa-Flüge ein Nichtraucherflug ist. Ladies and gentlemen, I would like to remind you that all Lufthansa flights are no smoking flights. Und falls Sie jetzt an Bord noch ein elektronisches Gerät benutzen, so schalten Sie es bitte aus und nehmen Sie es erst wieder in Betrieb, wenn die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Ja, Mobiltelefone oder Handys müssen zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschaltet sein. Sie können Sie dann nach der Landung in München wieder in Betrieb nehmen. Dankeschön. Ladies and gentlemen, if you're using any electronic equipment, please off. Stop now. You may use it again once. Fasten Sie was ein. Love your head been turned off. And if you're using any mobile phones, please also switch them off now. You may use them again once. We have reached Munich. Und dann auch jetzt zum Start folgen. Stellen Sie bitte auch noch zurück in den senkrechten Platz Ihre Tischchen hoch. Ladies and gentlemen, if you are almost ready to take off, please also adjust the backrest of your seat into another position and fold up your tray table. Thank you. Na, das hat sie auch schön gesagt, finde ich. Ja, ich bin so schnell, ich weiß. So, wollen wir gleich mal durchstarten. Wenn wir da irgendwann mal die Rollbahn erreicht haben, die Startbahn. Genau, über ihnen, genau. Mhm. Über ihnen liegen die Fallschirme. Bitte legen Sie schon mal an. Genau so ist es. Ach ja, wenn die Wege nicht mal so lang wären, ne? Gerade in Frankfurt. Genau, unser Pilot ist noch, ja genau.
Na, will er nicht? Na gut. Dann fahren wir weiter. So. Okay. Hi Ken, grüß dich. Frankfurt Tower MC 1979 ready for IFR departure runway 25 center. Okay, wir haben Starterlaubnis. Ich hoffe, es sind alle angeschnallt. Kaffee geht später. Cleared for takeoff runway 25 center MC 1979. Und ab geht's. So, 110 Knoten. Reicht noch nicht. 130. Reicht auch noch nicht. Und ab, ab, away! Und los geht's. Falsch und schon geschneit. So, einmal Frankfurt Center kontaktieren. Kann ich die Engine runterschalten hier? Center MC 1979 is climbing through 3200 feet for 9000 feet. Aber kannst du mich festhalten? Na, so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht, ne? So, das kann weg. Kann auch mal weg. Ja, ich sehe gerade, ich bin gerade auch auf der falschen Seite eigentlich mit der Kamera. Da eigentlich auch falsch. Gehen wir mal nach da und nicht wieder ganz darüber. So, Ziele kann minimiert werden. Wir brauchen einmal die Karte. Okay. Wo sind die Anschnallgurte? Kern, warst du noch nicht im Flugzeug, als die Ansage da war? Die Stewardess hat es doch eindeutig erklärt. Oh oh, Motor aus. Also auf Ladefläche, auf Tragfläche haben wir noch Plätze. Aber wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob wir in München tatsächlich ankommen. Wenn das Spiel der Meinung ist, vielleicht ja. Dennis, wenn du die Tür jetzt aufmachst, haben wir ein anderes Problem. Glaub mir.
Genau, hinten, Mitte, vorne. Ihr seid doch in der ersten Klasse, oder? Bestimmt. So, jetzt genießen wir mal ein bisschen die Aussicht. Muss mir die Kamera von mal irgendwo drauf nochmal hinlegen. Wo war die denn? Okay. Ah ja, hier waren die, genau. So, Dennis, das ist dein Platz. Ne? Und hier sitzt Kern. Gucken wir mal ganz kurz, wo war die andere Kamera? Genau. Und da hängt noch ein blinder Passagier dran. Aber auch eine schöne Optik, ne? Also. Kern ist im Frachtraum. Dennis, du weißt doch. So. Gucken wir mal hier. Zack. Was, die Cam lecken? Ja, es kann sein. Gucken wir mal aus der Co-Pilot-Sicht. Okay, 9000. Ja, sieht auch gut aus. Okay. Ja, genau, Dennis, genau so ist es. Genau so ist es. So. Tower, soll ich mal ein bisschen hochfliegen oder bleiben wir bei 9000? Wir fliegen nach München, Kern. Kein langer Flug. Ist eigentlich auch gerade nur so als Performance-Test irgendwo gedacht. Weil ich mit dem ständig momentan Probleme habe mit dem Simulator. Ich glaube, ich weiß auch schon, woran es liegt, aber das schauen wir mal. Und Dennis möchte unbedingt. Und Dennis möchte auch unbedingt mal den A23 mal landen sehen. Falls das Spiel der Meinung ist, bis dahin durchzuhalten, sehen wir das bestimmt. Hast du einen Fallschirm dabei, Kern? So. Bin mal gespannt, ob der Tower gleich noch was von mir möchte. Deine Hose. Nee, lass die mal lieber an, Kern. Bitte. Also was richtig gut aussieht tatsächlich, ist, wenn wir morgen startet. Ich glaube, ich habe ja wohl morgen hier schon mal eine Runde geflogen. Oder halt eben nachts, ne? Wo es noch dämmerig dunkel ist, mit der Start-Landebahnbeleuchtung, Flughafenbeleuchtung. Und wenn dann hier so im Dunkeln quasi über die Orte fliegt, das hat schon was.
Kannst du den bezahlen? Also ich glaube, wir haben sogar nur einen Fallschirm an Bord. Glaube ich. Ein Bitcoin, naja. Die tolle Internetwährung, ja. Ja, wie war denn euer Tag so? Erzählt mal, Kern. Was habt ihr Schönes gemacht heute? Übrigens, du hast den Mond gesucht, da oben rechts ist er. Okay, wir sind auf Kurs. Schotter gefahren, schon wieder. Na denn. Die Bitcoin, ja. Ja, ich weiß, sind wieder nach oben geschnellt, ne? Das stimmt. Das stimmt allerdings. Schubkarren. Wie war das? Ihr baut einen Carport oder so? Was war das doch gleich? Ich glaube, ein Carport war das, ne? Wenn ich richtig Erinnerung habe. Okay, die sind wieder Meinung, wir bleiben auf der Höhe. Na gut. Ein Coin, 9.665,54 €. Ja, das lohnt sich aber mal direkt, ne? So, was sagt denn unsere Route eigentlich? Ach Gott, wir sind ja schon. Dauert ja nicht mal so lange. So, meine Damen und Herren, es wird jetzt Kaffee serviert. So, ich gehe mir da mal kurz einen Kaffee holen. Das Flugzeug fliegt ja, ne? Oh, Moment. Okay, damit. Okay, dann meint er nicht uns. Sehr gut. Nach Erfurt eine Route. Müsste man nachher mal gucken, ob der Flughafen Erfurt hat einen Flughafen. Ob es da einen Flughafen gibt, aber im Spiel. Es sind ja nicht alle Flughafen dabei, soweit ich das mitgerichtet habe.
Ja, das stimmt ja, wenn man das vorher gewusst hätte, ne? Wie immer halt eben. Bin immer gespannt, ob der Flug jetzt durchgeht. Oder ob das Spiel gleich wieder irgendwelche Macken macht. Ich stelle mir gerade fest, wir haben die richtige Geschwindigkeit. 230 Knoten. Schon mal gut. Also es sieht nicht so aus, als müssten wir irgendwie steigen nach München. Naja, ist auch mal ganz nett. Was ich halt eben noch nicht verstehe, warum mir der Simulator ständig irgendwie abschmirgelt. Aber eigentlich läuft es ja recht gut, ne? Dass er jetzt ein bisschen ruckelt, ja, okay. Das liegt daran, dass ich auch noch nebenbei streame. Oder ich muss mir irgendwann mal wirklich mal Gedanken machen, dass ich tatsächlich mir noch so eine Capture-Card hole. Damit der Spielrechner quasi ja, tun und lassen kann, was er eigentlich will mit der Hardware. Mal schauen. Als nächstes gibt es auf jeden Fall mal die neue Grafikkarte und dann mal gucken. Auch die freue ich mich ja schon so ein bisschen, ne? Dennis. Also. Mal sehen, wie Transportfieber dann läuft. Ach Dennis. Ja, die Karte ist echt schon cool. Welche hattest du jetzt drin? Die 1080, glaube ich, ne? Also wie gesagt, tatsächlich, also ich habe mal in den letzten Tagen jetzt die Hardware mal mit überprüfen lassen. Also mit protokollieren lassen. Ich kann dir eine schenken, ich habe glaube ich unten noch eine 4 MB Grafikkarte irgendwo liegen, warte. Ne, aber tatsächlich, also die Grafikkarte wird irgendwie, kommt auf eine Temperatur von 71 Grad. Und CPU und Co. gehen eigentlich, ne? Also und man sieht da eben, dass die Temperatur anwächst und dann irgendwann pupp weg. 2080 Ti, ich dir schenken. Also solche Geschenke gibt es eigentlich nur bei einem ganz, ganz, ganz besonderen Status. Wenn du verstehst, was ich meine. So, machen wir mal so. Ja, dann werden wir meine Kamera wieder einblenden gleich. Naja, Dennis, also nur Schoß, ne? Es wäre so, als würde ich zum Ferrari-Händler gehen und mich nur kurz ins Auto setzen und wieder gehen. Ne?
Also der Tower ganz schön ruhig heute. Ja, die ist aktiv gekühlt. Die Lüfter laufen auch hoch, sonst ist es nicht. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht so sicher, ob es wirklich an der Grafikkarte liegt. Ich bin mir absolut nicht sicher, weil das Spiel ist so sporadisch. Ich meine, hast ja vorhin, wie ich ja schon sagte vorhin zum Anfang, während das Stream lief, also die ersten 6 Minuten, habe ich versucht, dieses Spiel zu starten. Und das ist mir während des Startvorgangs einfach wieder zurück zum Desktop gecrasht. Ich bin mir da nicht sicher, ob es nicht einfach nur im Spiel liegt. Um ehrlich zu sein. Oder ob es an der Windows-Installation liegt oder irgendwelche Drittprogramme. Es muss nicht zwangsläufig an der Grafikkarte liegen. Weil ich habe hin und wieder auch den Fall, dass ich ja auch gestern Nachmittag hatte ich nochmal eine Runde, bin auch nochmal eine Runde geflogen. Und da konnte ich den von Start bis Ende durchziehen. Die Grafikkarte war ständig auf 71 Grad. Das war für sich kein Problem. So, irgendwann kriegt dieses Spiel, ich weiß nicht, wie gesagt, es, laut Hardware-Monitor sah es so aus, Grafikleistung ab nach unten in den Keller, Prozessorkerne nach oben 2 Stück, fängt an zu ruckeln und weg war er. Ja. Ich bin aber auch nicht der Einzige mit dem Problem. Also andere berichten auch die ganze Zeit von irgendwelchen Abstürzen des Programms mit derselben Fehlermeldung, also die im Log steht. Ich habe keine Ahnung. Cam, du bist also gut gelandet, ja? Okay. Naja, mal gucken. Und am Stream selber liegt es ja auch nicht, weil, wie gesagt, wenn ich offline spiele, dann habe ich ja nichts anderes mehr offen, ne? Also. Ich habe auch schon mal probiert, mit einfach alles zu schließen, was so am Rechner läuft. Aber auch da. Also. Ich habe auch schon die Grafikeinstellung runtergedreht, da war die Leistung der GPU nur auf 50%. Und auch da bin ich nicht bis zum Ende geflogen. Ja, mein Windows ist aktuell. Aber es. Das habe ich aber erst jetzt nachträglich installiert, nachdem das Forum von Microsoft sagt, ich sollte mal alle Updates installieren. Vorher war das neue Update noch gar nicht drauf und da ist er auch schon abgeschmiert. Mit 2-3 Schürfwunden. Ja, mit Fallschirm, ne? Man hat ja schon so ein bisschen Speed drauf dann, wenn man runterfliegt. Nee, einen Räuber mache ich mir sicher nicht. Nein, nein. MZ-19er-79er, Contact Munich Center on 120.65. Okay. München kommt näher. Wir sollen uns bei München melden. Machen wir es mal. Munich Center, MZ-19er-79er, 9000 feet. MZ-19er-79er Munich Center continues the awake punk bimbo as planned. Okay. Altimeter 29er decimal 92. Genau, Frankfurt abmelden, München anmelden. Naja, so lange haben wir den Weg auch, glaube ich, nicht mehr. Naja, ja, nee, nicht mehr ganz so. Wir gehen bald in Landeanflug. Also bald, naja, so ein bisschen übertrieben. Aber ja. Schauen wir mal, ob wir wirklich bis zum Ende kommen. Wäre ja mal ganz schön, ne? Ja, du wartest an der Landebahn. So schnell kannst du gar nicht hinterherlaufen, wo du ausgestiegen bist. Das schaffst du nicht. So, Nachlog. Ich glaube 08 war es. Bin ich sicher.
Ja, das ist Retime, Dennis. Ich hatte schon überlegt, ich wollte mal von Frankfurt nach Johannesburg fliegen. Also Afrika. Hatte ich beim anderen Streamer mal so in den Raum geworfen, als er gestreamt hat. Und da meinte ich auch so, ist es eigentlich Realtime oder ist es nicht Realtime? Ich meine, man kann es abkürzen, indem man hier oben über Wege sagt, okay, wir sind jetzt oben in der Luft und wir teleportieren unseren quasi kurz vor dem Sinkflug. Das Problem ist an dem Spiel, dass da meistens Sachen nicht mehr richtig eingestellt sind. Du musst den Transponder wieder neu einstellen, der Autopilot ist vielleicht gerade aus oder die Maschinen sind gerade runtergefahren und. Also es funktioniert. Man kann es. Aber ansonsten wäre es tatsächlich Lifetime, ja. Und Lifetime mit Live-Wetter und Live-Flugverkehr hat auch was. Aber ob ich mich jetzt hier 10 Stunden, 11 Stunden von Frankfurt nach Johannesburg bemühen möchte im Simulator, weiß ich nicht. Ja, also ohne Teleportation wärst du tatsächlich 11 Stunden live Realtime tatsächlich hier im Simulator unterwegs, ja. Könnte man einen 12-Stunden-Stream von machen, Dennis. Kann man ein bisschen powern, die 12 Stunden. Dann machen wir Bild in Bild und dann übertragen wir noch so ein kleines anderes Spiel nebenbei. Können wir nebenbei noch Mario spielen oder so. Genau. 24 Stunden Stream. Also beim letzten Mal war mit Tintin besprochen noch ein 12 Stunden Stream. Und wann ich den mache, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber ja, man kann ihn mal machen, tatsächlich. Genug Spiele hätten wir. So, eigentlich müssen wir doch irgendwann mal sinken, so langsam, oder? Wie haben wir es denn noch? Naja, bald. Ja, Dennis. Ich habe noch das VOD, keine Sorge. Ich bin mir ziemlich sicher, ganz ziemlich sicher, das war ein 12-Stunden-Stream. Wobei, 24-Stunden-Stream kriege ich, glaube ich, auch hin. Zwölf Stunden Transportfieber, ein paar Stunden Eurotruck, ein paar Stunden Amerikentruck, fehlt noch ein bisschen Tekken dazwischen. Du kannst noch, wenn du dich beeilst mit Kacker machen, und dein Handy da liegen lässt, wo es jetzt gerade ist, dann könntest du es noch schaffen vielleicht. 48 Stunden? Nein, kein Fall. Glaub mir, du bist schon nach 12 Stunden schon ziemlich gerädert. Stream ist definitiv auch schon eine Herausforderung. Und 48, no way. So, Tower, redest du auch nochmal mit mir, oder? Ja, Dennis, 24 Stunden, ich weiß, ich war ja mehr oder weniger mit dabei, mehr oder weniger. Zumindest am Anfang und am Ende oder so. Ist schaffbar. Klar, natürlich. Man macht ja immer zwischendrin, wenn du so eine kurze Pause isst, irgendwie was oder sonst irgendwas. Gerade so beim Spielwechsel vielleicht. Aber ja, machbar ist es schon. Lecker, Kern.
Lecker. So, Tower, wir müssen langsam mal, ne? Und so. Ja, ich kann dir jetzt tatsächlich nur zustimmen. Deine Fantasie da. So, ich denke mal, am nächsten Wegpunkt werden sie sich mit Sicherheit melden. Wenn nicht sogar schon eher. Oh, noch Zeit, um ein Stück Kaffee zu trinken. Und sonst denn ist? Bodo sieht immer noch aus wie Schlachtfeld, oder? Incoming message. What? Was soll ich denn lesen? Dennis hat gewonnen. Ja, super. GG. So, Tower. Ah. Es passiert was. Okay. Approach sollen wir übergeben. 120.78 für MC-1979. Approach kontaktieren, machen wir. Approach MC-1979, 9000 feet. MC-1979 approach continues the awake pump with me as planned. Okay, wir sollen weiterhin so fliegen wie geplant. Okay. Machen wir doch. Oh. Okay, wir sollen auf 5000 Fuß sinken. Das bestätigen wir doch sehr, ne? Werden wir auch schon mal ein bisschen langsamer, würde ich sagen. Einige getroffen mit anderen Kleinigkeiten. Okay, war morgen schlimmer erst, glaube ich. 50.000 haben wir nicht eingestellt, das ist keine Sorge. Na ja, klar, fahren die Triebwerke runter, gern. Wollen ja auch sinken. Außerdem habe ich auch eine kleinere Geschwindigkeit angegeben, die jetzt halten soll. Gut, dann schauen wir gleich mal.
Ah, fliegt noch so eine Schleife da, ne? Ach hey, warum haben die mir denn diese Schleife mit? Ach, Platzrunde. Ja, okay, verstehe. Okay. Ja, kann er machen. Dann fliegen wir nochmal die Platzrunde. So, 4300 Fuß. 6300 Fuß. Wir kommen der Erde wieder ein Stückchen näher. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich Pilot werden wollen würde. Also ich finde, die Piloten machen echt einen guten Job da oben. Weil es dürfte definitiv mehr sein, als nur das, was wir hier gerade im Simulator machen. Ich meine, wir drehen ja hier nur ein paar Knöpfen und drücken ein paar Schalter. Und starten das Ding eigentlich. Na, da gehört ja schon weiß Gott mehr zu eigentlich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber bitte lass mich leben. Gut, dann meint er nicht uns. Portugalia 82850. Alles klar, Kern. Welcome back. Oh, Rekrut Level 5, Kern. 41 Stunden bist du schon dabei. Alter Falter. Nicht schlecht. geht noch mal essen vorm Sterben, genau. So ist es. So, 5000 Fuß. Und wir wenden einmal. Wir drehen jetzt mal unsere Platzrunde. Ich glaube, das da hinten dürfte unser Flughafen sein, wenn ich richtig sehe. Wo wir dann gleich landen werden. Was ist denn MIQ? Halten Sie aktuellen Kurs und die Höhe erwarte. Okay. Also nichts weiter machen. Okay. Aber was ist denn MIQ? Weiß das jemand? MI5, ja, MI5. Wie ist MIQ, die Fortsetzung? Ja, MI6. MI5 gab es aber, glaube ich, auch. War aber was anderes. So, Flieger, du müsstest jetzt mal drehen.
Danke. So, festhalten, meine Damen und Herren. Das Spiel für Konsole. Ja, das kommt auf jeden Fall auf YouTube, Dennis. Irgendwann mal, wenn ich geschnitten habe. Naja, ich habe in den nächsten zwei Wochen genug Zeit. Zumindest abends, so ein bisschen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen zu niedrig. Warum sinkt denn der jetzt gerade? Ach, ich weiß warum. Ich bin zu langsam. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar schon... Ich weiß gar nicht, ich meine, ist ja eigentlich ein Xbox... Ich weiß gar nicht, ob das für die Xbox gibt. Das kann ja wieder langsamer werden. In zwei Tagen beginnt der Schultag wieder. Okay. Ende der Ferien, ja. Ich weiß gar nicht, ob der Flugsimulator auch auf die Xbox geschafft hat. Ich vermute mal wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, das schafft die Xbox auch nicht. Und wenn, dann nicht in der Grafik wahrscheinlich. Bin ich der Meinung. Wie, du bist erstmal weg. Beeil dich, ein paar Minuten hast du noch. Der singt schon wieder. Bin eindeutig noch zu langsam. Genau, jetzt wo es spannend wird, weißt du? Naja, zum Glück gibt es ja VOD, ne? Ich weiß auch nicht, ob diese Platzrunde wirklich hätte sein gemusst. Aber nur gut, lassen wir ihn mal machen. So, bitte festhalten. Oh, da sind noch so viele Wegpunkte dazwischen. Oh, da unten ist eine Autobahn. Film auf Bestellung. Ja, okay, Film auf Bestellung, FAB. Hm. So, letzten Meilen. Wir müssen noch über D1050, USR, D1365 und dann können wir auch schon zum Landeanflug ansetzen.
Was hat das an Sprit kostet gerade, ne? Dieser Platzrundflug, hätte ich mal gesagt. Diese Platzrunde. Na gut, die werden schon wissen, was sie da tun. Hoffe ich. Warum ist es in München immer noch so schön? Hier ist alles bewölkt. Die Karten sind auch real, ja. Werden zwar, glaube ich, gerendert und eingespeist, aber sind real. Meine ich zumindest. Wobei ich mir manchmal denke tatsächlich, dass manche Chäte irgendwie gar nicht stimmen, so wenn ich da lande, aber es ist auch wieder irgendwie Kartenmaterial dabei, was gerendert wird irgendwie. Ja, aber nächstes Mal nehmen wir aber mal einen Cessna und fliegen dann mal ein bisschen in Hannover durch die Gegend, über Göttingen, Basinghausen und so. Das können wir gerne mal machen. So. Noch zwei Kurven, dann haben wir's. Kaffee schon wieder leer. Die Stewardess kriege ich jetzt auch nicht mehr nach vorne. Ach. Und außerdem heißer Kaffee, aber auch gleich aber Hose oder so. Ist glaube ich nicht so toll. Komm, landen. So, Tower, wie wär's? Sprichst du noch mit uns? Hallo Tienchen, grüß dich. Ja, wir haben heute noch mal ein bisschen Flugsimulator mal ein bisschen vorgezogen. Aber gleich geht's weiter mit Transportflieger. Na, hast du auch noch einen Platz gefunden? Habe ich gar nicht einsteigen sehen, Tienchen. Grrr, Dennis. Also Sauerstoffmasken sind dann oben, ne? Oben an der Decke, die fallen automatisch raus irgendwann. Ich glaube, die Brechtüte ist, glaube ich, vorne im Sitz, wenn ich mich nicht ganz täusche. Vom Nachbarn, vom Vordermann. Nur für den Fall. So, liebe Leute, jetzt müssen wir eigentlich langsam mal in den Sinkflug kommen. So, schon mal ein bisschen die Maschinen drosseln hier.
79er, you are 12 miles west of Munich. Contact tower on 118.705 when inbound. Okay, jetzt dürfen wir den Tower kontaktieren. Sehr schön. Tower on 118.705 MC 1979er. Tower MC 1979er. Mit Löschfahrzeug. 1 miles west inbound ILS runway 8 left approach. Mit Löschflugzeug, sehr schön. Tower on 118.705 MC 1979er. Altimeter 29er decimal 9er to wind 268 at tree. Na. So, Fahrwerk ausfahren. Und Landeklappen. Nochmal voll ausfahren. So, los geht's. MC-19er, 7-9er, did you copy? Ja, ich hatte verstanden, danke. Regave FR Landian Flug, ILS Runway 8 left or tilt. MC-19er, 7-9er. Pilot schon mal aus. Ich bin zu hoch. So, ein bisschen sinken hier. Warst du langsam? MC-19er, 7-9er, cleared to land runway 8 left. Wind 268 at tree. Cleared to land runway 8 left MC 19er 79er. Danke für dein Hostkindchen. So, drücken wir mal selber mal runter hier. Doch wird das nämlich ganz nix. Overspeed. Overspeed, 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 overspeed. Ja, ich weiß, beschwer dich nicht. Overspeed. 1000. Dann war nicht lang genug, hoffe ich. Kommt viel zu spät hinten auf. 400. 300. 200. Los, runter mit dir. 60, 50, 40, 30, 20, retard. Mist. Bremsen! MC-19er, 7-9er, turn next taxiway. So. MC-19er, 7-9er, contact ground on 121.908. Okay. 121.98 for MC-19er, 7-9er. Sportlich und dynamisch wie unser junger Co-Pilot hier in München wieder gelandet, dürfen wir Sie noch bitten zu Ihrer eigenen Sicherheit.
so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis wir die endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Denn glauben Sie uns, es hat noch kein Passagier geschafft, vor uns am Terminal zu sein. Im Namen der Kunde und der heutigen Besatzung dürfen wir uns nun ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns an Bord. Wir wünschen Ihnen nun einen schnellen, aber vor allem sicheren Weg nach Hause und gegebenenfalls eine angenehme Weiterreise. Wir sagen vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste waren. Schauen Sie auch bitte noch einmal nach, ob Sie nichts Persönliches hier bei uns an Bord vergessen. Denn sonst können Sie es morgen auf eBay wieder ersteigern. In dem Sinne, alles Gute für Sie. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus und auf Wiedersehen. Ja, das ist We say thank you for being our guest today and looking forward to see you soon on one of our flights. All the best to you, take care, cheers and bye-bye. Und sollten Sie aus Ihrer Urlaubskasse noch nicht alles ausgegeben haben, so würden wir uns über einen kleinen Spendenbeitrag für unsere Hilfsorganisation der Herbalines freuen. Eine Spendenbox halten wir auch gerne beim Aussteigen bereit. Vielen Dank. So sieht's aus. Ja, die Ansage fand ich auch cool. Es hat auch kein Passagier geschafft, vor uns am Gate zu sein. Ne, Kern? Es kann also gar nicht sein, dass du da schon stehst und auf uns wartest. Weil du ja mit dem Fallschirm vorhin schon abgesprungen bist beim Starten. Ja, die Landung ist tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich weiß auch nicht, warum der wieder hochgeschneit ist. Er wollte eigentlich auch gar nicht runterkommen. Ich glaube, ich hätte... Weiß ich auch nicht. Und das, obwohl ich schon mit dem Landungsassistenten schon geflogen bin. Aber irgendwie muss ich da trotzdem eine Steuer übernehmen, weil er war eindeutig zu hoch. Lass das Essen nochmal durch den Kopf gehen, genau. Die Tüten, die Brechtüten könnt ihr dann vorne in den Mülleimer schmeißen. Oder einfach auf dem Sitz liegen lassen. Das Bodenpersonal räumt die dann weg. Und ich glaube, am Ausgang gibt es auch noch die Übelkeitstabletten. Also irgendwie fehlt mir hier die Stadt drumherum. Ich weiß auch nicht. Ja, ich bin so schnell, ich weiß. Rollen wir nochmal wieder zurück. Dann mit einem echten Flugzeug, na klar. Wie ich vorhin schon sagte, ne, es gehört, glaube ich, ein bisschen mehr dazu, als nur ein paar Knöpfe drücken. Mit Spenderbox, genau. Lecker. Sehr schön. Spenderbox. Ob man das da so mit drin finden möchte, weiß ich auch nicht so genau. So, fahren wir mal die Maschinen mal ein bisschen runter. So, und jetzt? Ach. Ground MC-1979, request taxi to the gate. MC-1979, Taxi to Gate 31 using Taxiway Delta. Gate 31, Räubern D. Na klar, weiß ich doch. Spende für die Crew. Eine volle Kunde. Ja, lecker. So, bestätigen wir mal. Taxiing to Gate 31 via Taxiway Delta MC-1979.
Aber immerhin, ich bin wesentlich abgestürzt. Auch wenn es danach aussah. Beziehungsweise sah schon was danach ein Durchstart aus. Aber gut. Und dann ist beim nächsten Mal ist es dann die 747, ne? Oder erstmal die Schwester mit Rundflug in Hannover rum, mal gucken. Also Geld wird dir nicht abgezogen, Dennis. Aber du kannst Unfälle und Ausfälle simulieren lassen. Die momentan bei mir noch aus sind, aber du kannst die simulieren lassen, ja. So, suchen wir mal unser Gate. Oh, ist das süßes Gate. Für ein größeres Gate sind wir wohl zu klein, wa? Immer diese Inlandsflüge hier. Da muss ich nicht auch ganz hin. Nur ankommen. Ja, das wäre eine Idee, ne? Einmal abgestürzt wie der Flugschule. Lizenz erwerben und so weiter, Karrieremodus und so weiter, das fehlt, glaube ich, irgendwie. Bin ich der Meinung. Sind wir bald da? Reine Simulation ohne drum, ja. Ich weiß schon, was du meinst. Also momentan ist es wirklich tatsächlich reine Simulation, ja. Gib Gummi. Also wenn das Ding immer steht, dann steht's, ne? So, da wären wir. Ground MZ-1979er, could you please send the baggage? MZ-1979er baggage is on the way. So. Ground MZ-1979er, could you please send a ground power unit? MZ-1979er, a ground power unit is on the road. Ja, genau. Also das ist eh schon voll. Mein gut, Karrieremodus wäre dann wahrscheinlich ohne Live
Live-Wetter, Live-Daten wahrscheinlich. Also von daher denke ich schon möglich, ne? Sage ich jetzt mal. So. Dann wollen wir doch mal. Ja, ich weiß. So, dann wollen wir doch mal. Mal den Vogel abschalten. Und das wär's gewesen.